Wir haben einen Kometen entdeckt, einen sehr großen Kometen. Oh, schön für Sie. Er steuert direkt auf die Erde zu. Dieser Komet ist ein sogenannter Planetenkiller. Tag zusammen, Jack Pop hier. Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothy Chalamet und Jonah Hill. Also das Star-Aufgebot in der neuen Netflix-Produktion Don't Look Up, das ist riesig. Und auch die Story ist ziemlich cool. Die beiden Astronomen Professor Mindy und seine Doktorandin Kate, die entdecken dort nämlich einen riesigen Kometen, der sich leider auf direktem Kollisionskurs mit der Erde befindet. Und ihnen bleiben gerade mal 6 Monate Zeit, um die Menschheit zu warnen und vor der drohenden Auslöschung zu bewahren. Aber ist das überhaupt plausibel, dass so ein riesiger Himmelskörper quasi aus der Kalten auftaucht? Und was werden wir dann eigentlich tun? Das klären wir heute, und zwar gemeinsam mit den richtigen Space Nerds, mit der ESA. Oh, das ist spitze. Wir durften den Film netterweise schon vorab sehen, aber keine Angst, wir spoilern hier nichts, was euch den Spaß an Don't Look Up verhageln könnte. Uns geht es wie immer um den wissenschaftlichen Background, und wenn ihr solche Analysen liebt, dann helft diesem Kanal doch bitte beim Abheben. Drückt auf Abonnieren und unsere Glocke, da würde ich mich sehr drüber freuen. In der Astronomie unterscheidet man grundsätzlich zwischen Asteroiden und Kometen. Die meisten Asteroiden kommen aus dem Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars und bestehen zum Großteil aus Gestein und Metallen. Kometen sind Brocken aus Stein, Eis und gefrorenen Gasen, und die stammen von viel weiter draußen, nämlich aus dem äußeren Sonnensystem, und setzen dann in Sonnennähe durch die Hitze ihre gefrorenen Bestandteile frei. Die erkennt man dann meist ganz deutlich an ihrem Schweif. Aber egal ob Asteroid oder Komet, wenn ein solcher Brocken in die Erdatmosphäre eindringt, dann nennt man ihn Meteor. Und das, was davon nicht verglüht, also was wirklich auf der Erdoberfläche auftrifft und einschlägt, das nennt man dann einen Meteoriten. Wir können also immer, wenn irgendetwas mit der Erde tatsächlich kollidiert, von einem Meteoriten sprechen. Okay, aber so weit ist es ja am Anfang von Don't Look Up noch nicht. Da wissen wir erstmal nur, okay, da kommt ein riesiger Komet mit 5 bis 10 Kilometern Durchmesser direkt auf die Erde zu und wird sehr wahrscheinlich einschlagen. Es sind 100% Einschlagwahrscheinlichkeit. Bitte, sagen Sie nicht 100%. Könnten wir es nicht ein möglicherweise signifikantes Ereignis nennen? Aber es ereignet sich nicht nur möglicherweise. 99,78%, um genau zu sein. Sagen wir 70% und dann sehen wir weiter. Aber ist es wirklich realistisch, dass zwei Forschende einen so großen Himmelskörper finden, den sonst niemand auf dem Schirm hatte? Wenn Sie das sagen. Im Film müssten wir das Marvel-Darsteller Rob Morgan fragen. Der ist nämlich dort Chef der NASA-Planetenverteidigung. Und ja, diese Einrichtung gibt es tatsächlich. Hier ist ihr Logo. Und auch hier in Europa gibt es so etwas, nämlich bei der ESA, das Planetary Defense Office. Dort arbeitet Detlef Koschny, der ist quasi das europäische Pendant zu Rob Morgans Charakter. Und ihn habe ich mal gefragt, wie genau behält man da jetzt eigentlich Kometen und Asteroiden im Blick? Dazu gibt es hauptsächlich im Moment, glaube ich, gerade 2 größere, was wir Surveys nennen. Das sind Überwachungsprogramme, die den ganzen Himmel immer abscannen. Jede klare Nacht versuchen die möglichst viel vom Himmel zu sehen. Diese beiden Überwachungsprogramme sind von der NASA finanziert, mit der wir auch eng zusammenarbeiten. Und wenn immer die jetzt ein neues Objekt entdecken, dann muss man sofort gucken, wo das Objekt nun wirklich ist, und ein paar Stunden später nochmal hingucken und ein paar Tage später nochmal hingucken. Das nennen wir Follow-up-Beobachtungen. Zu der Frage, wie viele Objekte sind denn da noch zu entdecken? Ja, leider noch ziemlich viele. Im Moment werden durchschnittlich jede Nacht typischerweise 5 bis 7 neue von diesen sogenannten Near-Earth-Objects oder erdnahen Asteroiden entdeckt. Die großen kennen wir Gott sei Dank alle. Die großen sind die, die jetzt, sag mal, so wie die Dinosaurier-Killer sozusagen, da haben wir keine Probleme mehr mit, die kennen wir alle. Aber gerade so kleinere Objekte, ein paar Meter, 10 Meter, sogar 100 Meter Größe, da ist noch viel zu finden. Gut, also halten wir an dieser Stelle schon mal fest, dass da so ein riesiger Komet von über 5 Kilometern Durchmesser einfach so aus der Kalten auftaucht. Die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null. Aber es werden tatsächlich permanent neue Asteroiden und Kometen entdeckt. Und bei denen muss man dann natürlich auch prüfen, ob die für uns potenziell gefährlich sind oder nicht. Und das wird am sogenannten Minor Planet Center in den USA gemacht. Dort müssen nämlich alle Sichtungen von solchen Objekten gemeldet werden. Und dieses Center macht dann erstmal eine Berechnung, ob der jeweilige Komet oder Asteroid der Erde überhaupt jemals nahe kommen wird. Nah heißt hier im astronomischen Sinne, das sind weniger als 45 Millionen Kilometer. Also ein Asteroid, der von der Erde mehr als 100 Mal weiter weg ist als der Mond, gilt dann trotzdem noch als ein Near-Earth-Object.
Nach dieser Distanzbestimmung wird dann in einem zweiten Schritt von einem anderen Institut, zum Beispiel von der ESA, die Flugbahn dieses Objektes für 100 Jahre in die Zukunft berechnet. Und aus dieser Berechnung ergibt sich dann eben eine Wahrscheinlichkeit, wie hoch das Risiko ist, dass der jeweilige Himmelskörper mit der Erde kollidieren wird. Zurzeit gibt es gut 1000 Asteroiden und Kometen, für die diese berechnete Wahrscheinlichkeit größer ist als null. Das ist aber kein Grund zur Sorge, denn von den 99,78% aus dem Film sind wir in der Realität weit entfernt. Also das Objekt mit der größten Einschlagwahrscheinlichkeit im Moment, das ist tatsächlich so 10%. Das ist aber nur ein paar Meter groß. Also da ist sogar andersrum. Da würde ich wahrscheinlich hinfahren und mir die Feuerkugel anschauen, die man dann sieht in der Atmosphäre. Die meisten Objekte sind tatsächlich bei sehr kleinen Wahrscheinlichkeiten 1 zu 10.000, 1 zu 100.000. Was man aber auch vergleichen muss dann mit anderen Sachen. Also die meisten Objekte, die wir da auf unserer Risikoliste haben, die Wahrscheinlichkeit, dass die auf die Erde treffen, ist deutlich höher als ein Sechser im Lotto. Und genau deswegen passiert es eben auch ab und zu. Wie zum Beispiel 2013, da ist ein über 20 Meter großer Asteroid in die Atmosphäre über Tscheljabinsk in Sibirien eingetreten und dort in etwa 30 Kilometern Höhe zerbrochen. Die Druckwelle, die dabei entstanden ist, die war so heftig, dass es aus tausenden Gebäuden in der Region die Fensterscheiben rausgehauen hat und mehr als 1500 Menschen verletzt worden sind. Statistisch betrachtet kommt so ein Ding alle paar Jahrzehnte auf die Erde und je größer die Objekte werden, umso seltener ist es auch. Bei 40 Metern Durchmesser sind wir schon bei 100 bis 1000 Jahre. Und naja, der letzte Himmelskörper, der so groß war wie ein Don't Look Up und tatsächlich mit der Erde kollidiert ist, das ist der Asteroid, der vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier von der Erde gefegt hat. Und nicht nur die, sondern mehr als die Hälfte aller Arten gleich noch mit. Bei Don't Look Up ist es Gesetz. Der Komet ist da, er bewegt sich auf die Erde zu, er wird einschlagen und bringt auch noch die Zerstörungskraft von 1 Milliarde Hiroshima-Bomben mit sich. Es besteht eine hundertprozentige Chance, dass wir alle sterben werden. Das heißt, die Menschheit muss sich eine Lösung einfallen lassen. Aber tatsächlich gibt es auch bei uns in der realen Welt verschiedene Szenarien, wie man mit Himmelskörpern auf Kollisionskurs umgeht, sagt Detlef Koschny von der ESA. Also kleiner 50 Meter würden wir gar nichts tun, da müsste man dann evakuieren, da reden wir mit Katastrophenschutzbehörden und sowas. Größer 50 Meter, es gibt, wenn ich jetzt einen Asteroiden ablenken will, verschiedene Techniken. Das eine nenne ich immer kosmischen Auffahrunfall. Also ich habe hier meinen Asteroiden und jetzt schieße ich einen Satelliten einfach mit möglichst viel Geschwindigkeit auf den Asteroiden drauf. Und so wie wenn ich jetzt, ich hoffe, es ist Ihnen noch nie passiert, aber wenn ich hinten auf ein anderes Auto drauf fahre, dann schubt es den ja auch ein kleines bisschen nach vorne. Und genau so einen kosmischen Auffahrunfall will die NASA im kommenden Jahr testen. Dafür ist vor ein paar Wochen die sogenannte DART-Mission ins All gestartet. DART steht für Double Asteroid Redirection Test, weil die gleichnamige Sonde unterwegs zu einem Gespann aus zwei Asteroiden ist und im nächsten September in den kleineren der beiden reinfliegen will, um ihn so aus seiner Bahn zu lenken. Ob das geklappt hat, das untersucht dann wiederum die ESA und zwar in einer Folgemission, die startet dann 2024. Zugegeben, das ist ein ziemlicher Brute-Force-Ansatz, ne? Also so reinballern, wegschubsen. Aber genau das ist für mich auch das Spannende daran. Das ist der erste Versuch der Menschheit, mit einem recht simplen Prinzip einen Asteroiden abzulenken. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, um Kometen oder Asteroiden aus ihrer Bahn zu bewegen. Zweite Methode, die ich auch noch für realistisch halte, nennt sich Gravity Tractor, wo ich jetzt einfach einen schweren Satelliten in die Nähe meines Asteroiden bringe. Dann wirkt die Anziehungskraft auch wieder ganz schwach. Da brauche ich dann ein paar Jahre dafür. Wenn ich den Abstand mit Triebwerken immer gleich halte, kann ich den Asteroiden aus seiner Bahn wegziehen. Oder aber die Möglichkeit gibt es, dass ich den mit einem Ionentriebwerk bestrahle und mehr oder weniger wegpuste. Auch das dauert eine Weile, aber das sind alles realistische Verfahren, die wir anwenden können. Das ist schon ziemlich krass. In ein paar Jahren müsste man sowas vorbereiten. Und in Don't Look Up, da hat die Menschheit ja gerade mal 6 Monate Zeit. Und davon geht auch noch jede Menge dafür drauf, die Politik, die Medien und die Allgemeinheit überhaupt erstmal davon zu überzeugen, dass es ein riesiges Problem gibt. Zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, sollten wir die Ruhe bewahren und sondieren. Die Ruhe bewahren und sondieren. Ruhe bewahren und sondieren? Sie wollen, dass wir die Ruhe bewahren? Und dann sondieren. Gut 5 Monate vor dem berechneten Einschlag hat man dann aber doch noch einen Plan. Da schickt man nämlich einen Kriegsveteran, bewaffnet mit Nuklearsprengköpfen einer Rakete ins All. Und diese sollen dann in die Nähe des Kometen gebracht werden, damit sie detonieren und den Kometen so aus seiner Bahn lenken. Erstmal die Frage, kann ich mit einem Nuklearsprengstoff so ein Objekt ablenken? Das dürfte wahrscheinlich gehen.
Ich weiß es nicht sicher, weil diese ganzen Kernexplosionstests, das ist alles militärische History. Und militärische Sachen erfahren wir auch leider nicht immer. Also wir hören dann auf Konferenzen den Leuten zu, die da vielleicht die letzten 30 Jahre sich mit beschäftigt haben. Die wissen dann mehr wie wir. Die sagen, macht euch keine Sorgen, das würden wir hinkriegen. Dann zu der Frage, mit wie viel Zeit brauche ich? Also 5 Monate ist nicht viel. Ja. Wir hatten im Frühjahr 2021 ein gespieltes Szenario. Da ist ein Objekt, das war dann etwas kleiner, das war gar nicht 10 Kilometer groß. Der ist also über Europa vorhergesagt worden in 6 Monaten. Und da wurde auch sofort gesagt, gut, die einzige Möglichkeit, die wir haben, sind diese nuklearen Explosionen. Und am Schluss kam man dann aber drauf, selbst das würden wir jetzt in diesem konkreten Fall nicht schaffen. Wie unfassbar tricky so ein Ablenkungsmanöver in der Vorbereitung wäre, das könnt ihr übrigens selbst testen. Die NASA hat dafür nämlich eine App entwickelt, in der man für eine Reihe simulierter Himmelskörper die Parameter von so einer Mission selbst einstellen kann. Da kann man zum Beispiel Umlaufbahn, Durchmesser und Zusammensetzung von so einem Kollisionsobjekt verändern und dann schauen, wie viele Raketen man mit wie viel Vorlauf losschicken müsste, damit ein sicherer Einschlag verhindert wird. Wenn ihr Bock habt, ein bisschen damit rumzuspielen, dann schaut mal in die Infobox, da packe ich euch den Link zu der App hin und dann könnt ihr eure Ergebnisse ja gerne mal dalassen als Kommentar. Im Film wird dieser Plan mit den Nuklearsprengköpfen dann ziemlich schnell gecancelt, aus relativ abstrusen Gründen, auf die ich jetzt mal noch nicht näher eingehen möchte. Stattdessen versucht man, den Kometen in 30 kleinere Teile zu sprengen und diese dann kontrolliert über dem Meer abstürzen zu lassen. Ist sowas vielleicht denkbar? Wenn ich in den Kometen reingehe und dort Explosionen mache, dann kommt es total auf die Eigenschaften des Kometen an. Ob der jetzt in 1000 kleine Stücke zerbricht, die dann vielleicht alle radioaktiv verseucht sind und dann doch irgendwo über Land runterkommt. Da würde ich den Leuten, die diese Entscheidung getroffen haben, dann im Film dringend davon abraten. Okay, 30 einzelne radioaktive Meteoriten, die ja dann trotzdem noch einen Durchmesser von mehreren hundert Meter haben. Das klingt für mich jetzt nicht nach einer wirklichen Alternative. Mal abgesehen davon, dass dieser Plan B ja erst ein paar Tage vor dem errechneten Einschlag gestartet wird, da ist der Komet ja schon super deutlich am Nachthimmel zu sehen. Wäre da überhaupt noch irgendwas zu retten? Beim Objekt von dieser Größe, da könnten wir nichts mehr machen. Wenn der also wirklich auf die Erde trifft, da gibt es nur eins: auswandern, auf den Mond fliegen oder auf den Mars fliegen. Wie die ganze Sache im Film ausgeht, das spoilern wir an dieser Stelle natürlich nicht. Das müsst ihr euch selbst anschauen. Und ich sag mal so, auch wenn Don't Look Up jetzt mehr Fiction als Fact ist, allein für die Starbesetzung und für den schwarzen Humor von Regisseur Adam McKay lohnt er sich auf alle Fälle. Und ich habe ihn auch gar nicht so sehr als Weltraumfilm verstanden, sondern tatsächlich als große Metapher auf den Klimawandel. Da gibt es ein riesiges Problem, das die Menschheit bedroht, die Politik ist träge und auch die Allgemeinheit will ihr Handeln nicht so richtig ändern, obwohl die Gefahr schon ganz klar für alle zu erkennen ist. Bist du aus dem Fernsehen? Die meinte, wir sterben alle. Nein. Juhu, oh, Scheiße, das ist ja... Wie habt ihr denn den Film verstanden und wie hat er euch gefallen? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt, freue ich mich, wenn ihr ein Abo da lasst und die Glocke drückt. Dann können wir uns nämlich ganz bald wiedersehen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao. Der schicke Astronomie-Professor darf gerne wiederkommen. Hey, Don't Look Up. Sandra Bullock aus Gravity. Nee, wir kommen ja aus dem Film. Mann, Neo natürlich. Nein. Nicht? Der Deo ist von SpongeBob. Oh.